Ja, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Pro Evolution Soccer. Ich muss aufpassen, dass ich nicht das Falsche sage. Ja. Gut, dann machen wir heute weiter. Wir treffen heute mit dem FC Barcelona auf. Die Mannschaft aus Boca Juniors. Und wie ihr das mittlerweile kennt, muss ich natürlich wieder. Ja, was ändern? Bei Boca Juniors spielen Spieler wie Zeche, wie ihr seht, gerade auch eingezeigt, Carlos Tevez, der Capitano. Früher bei ManU, Manchester City, Juventus. Ja, hat schon eine große Station durch. Barcelona meines Wissens nicht. So, wir gehen mal kurz auf die Strategie, weil ich, wie gesagt, die Messe ein bisschen umbauen möchte. Vorne wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Dembélé. Coutinho, der soll ja offiziell gehen. Oder werde ich mich was auf einer anderen Position brauchen. Bei Coutinho möchte ich gerne auf der im offensiven Mittelfeld haben. Ansonsten heute bei Vidal. Immer Vidal auf die Position. Aber Coutinho zumindest noch als Backup. Verteidiger, Umtiti. Warte mal, das war falsch. So, ich will die Alba so auf der Position verteidigen. Ansonsten brauchen wir da graus keine Aufstellung zum Verzeichnen. So. Und dann starten wir in die dritte Partie dieser Demo. Und das wird auch die letzte Partie sein, dann werde ich, das werde ich euch sagen, ich vermute, kann sein, dass wir, wie gesagt, unter Pro Evolution Soccer tatsächlich. Upsi, bald ein neues Projekt auf meinem Kanal begrüßen dürfen. War was anderes als FIFA. So. Die Mannschaften laufen ein. Hier in der Allianz Arena. So, hier sind die Aufstellungen auch der Mannschaft der Gäste. Boca Juniors mit Tevez, wie gesagt, im offensiven Mittelfeld. Soweit habe ich sonst keine, meiner Meinung nach, bekannten Spieler, die man so kennt. Aber wir gehen jetzt rein. So, dein Auftakt. Das ist die dritte Partie heute mit Barcelona. Da haben wir die haben wir Juve gesehen, haben wir die Bayern gesehen, Arsenal gesehen. Sao Paulo. Und jetzt sind wir auch mit diesen Mannschaften hier, mit Boca Juniors und dem FC Barcelona. Die anderen noch zwei Top-Teams. Ja, die Flanken kommen auch hier scheinbar nicht. Also scheinbar momentan noch mal ein bisschen Problem mit dem Flankensystem. Also die kommen irgendwie nicht an, nicht so wie ich das gerne hätte. So, Umtiti. Vidal. Ah, das könnte ein Einwurf geben für uns, wollte gerade sagen. Aber das gibt den Freistoß, ja. Den lasse ich auch kurz auswählen, weil den will ich gerne machen. Schusssteuerung, Schützen.
Gucken wir das hin, kriegen wir das hin. Messi! Leider ticken früher zu hoch. Ja, der war leider nicht so. Das hätte drin sein müssen. Der war ein bisschen zu nah, meiner Meinung nach. Ja, schade. Und der Ball kommt. Das gibt's halt. Schiedsrichter gibt da nicht den nächsten Freischuss hinterher. Schade. Wie sie alle mit auf Messi direkt drauf gehen. 3-4 Mann. Das habe ich schon gerade gemerkt. Guter Ball auf Dembele, aber der kommt auch nicht wirklich durch. Fällt mir gerade auf. Ach, Mann! Momentan. Was ist das, ja? Ach, Vidal, es war doch gar nichts, Schiedsrichter. Das war doch ja nichts. Ja, vor der Schiedsrichter. 0 zu 0, nach 40 Minuten erst. Und der Ball erstmal geklärt. Ja. 0-0. Gut, zweite Halbzeit läuft. Hier hat es hoffentlich mit ein bisschen mehr Durchschlagskraft als in der ersten Halbzeit. Und dann holt sich Suarez den Ball. Suarez 1-0. Und so funktioniert das auf einmal ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Aber man geht noch ein bisschen noch drauf vorne. Natürlich der Ballverlust des Innenverteidigers dort. Und Suarez bleibt natürlich eiskalt, auch gegen auch mit seinem ganzen Skandälchen hier. Hier, absolut, der Ballverlust unnötig. Und dann war freie Bahn, Tor kommt noch raus, aber Suarez schlänzt den Ball rechts vorbei. 1-0. Ja, Lopez hier. Das darf er nicht machen. Darf er nicht gegen den Uruguayer vorne in den Zweikampf gehen, ins Dribbling gehen. Keine Chance. Ja, 1-0. Na also. Ja. Also wenn ich bin der Schiedsrichter pfeift sehr, sehr klein nicht. Also der bei solchen Situationen. Naja, kann man so laufen lassen, Schiedsrichter. Das war leichtes Rempeln, ja. Aber es war meiner Meinung nach kein Foul. Aber das ist meine eigene Meinung. Messi. Und jetzt geht der Ball durch auf Suarez, der jetzt wieder gegen ihn. Ne, gegen Lopez diesmal nicht. Aber es hat 2-0. Mit bisschen Glück haut er das 2-0 raus. Einmal kurz gekontert. Der hier, wie den Vierer. Oh, der den Ball auch noch ein bisschen unglücklich klärt. Und der Ball mit Mel von Messi, schön mit dem Außenriss, vorne in den Lauf.
Ja, sag ja, ein bisschen glücklich war dabei. Aber das 2-0 lässt er sich dann auch nicht nehmen. Muss man erstmal so machen. Ne? Ah, scheiße. Der Ball von Vidal, der war nicht so atemberaubend. Warte mal, ich versuche mal schnell, ob ich geklärt bin. Eieiei, war doch nicht wieder nichts, ey. Schiedsrichter. So, wir ziehen unseren ersten Wechsel. Coutinho für diesmal in Dembélé. Ja, und da steht 2-1 noch. Dieser passt dabei. Zarate, Anschlusstreffer. Ja, warum nicht? Kann man so machen. Coutinho wollte da in ins Dribbling gehen. Und jetzt macht das auch Coutinho. Ja, der Ball kommt nicht durch. Auch Messi kommt da nicht wirklich vorbei. Alba. Schön dabei, Messi. Das passiert eben auch selten mit einer mangelhaften Ballanmitnahme. Normalerweise kann der das. Aber nicht diesmal. Und dann ist es 3-0. Coutinho. Jetzt war es ja doch noch mal probiert. Sie wollten dann doch noch mal den 2-Tore-Vorsprung herstellen. Schön aber von Rakitic, Coutinho. 3-0. Müsste jetzt eigentlich auch jede Sekunde Feierabend sein. So, der Schiedsrichter lässt doch alle auf, weil er Bock auf diese Partie hat. Macht aber nicht. Jetzt ist Feierabend. 3-0. 3-1, Entschuldigung. 3-1 Endstand hier. Innerhalb von gut 20 Minuten die ersten drei Tore und dann schon einfach mal 2-1 Barca und dann Coutinho kurz zum Ende nochmal mit dem 3-1. Und dann war die Messi hier gelesen. Ja, schönes Spielchen, muss ich sagen. So. Gut, und dann war es das wieder. Ja, dann würde ich sagen, wir trotzdem Feierabend. Wir sehen uns vielleicht in der Vollversion dem Video, wenn ihr Bock wieder auf Fußball auf meinem Kanal habt. Ansonsten schauen wir mal, was morgen der Tag so bringt. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pro Evolution Soccer.